Mein Name ist Jens Köln vom Silo Walzdienst A. Köln. Wir haben uns im Jahre 2014 zum Kauf vom Göttler Greenmaster 640 entschieden, da wir uns schwerpunktmäßig auf die Flächenbearbeitung Grünland wie auch Ackerland spezialisiert haben. Der Greenmaster 640 vereinheitlicht drei Arbeitsgänge in einem. Wir planieren einmal die Maulwurfshügel, die Wühlmäuse. Wir lüften die Narbe durch 12 mm starke Zinken, sodass die gemeine Rispe wie auch die alten Gräser hochgezogen werden. Dadurch haben wir den Vorteil, dass wir die Nachsaat nicht in den Striegel pusten, sondern vor die Göttlerwalze. Die Prismenwalze sorgt dafür, dass die Nachsaat direkt in die Erde eingearbeitet, quasi massiert wird und wir einen Huftritt erzeugt haben. Laut Aussagen unserer Kunden ist bereits jetzt schon ein positives Feedback zu erkennen, dass die Kunden ca. 30 Kilogramm weniger Kalkamon streuen müssen und trotzdem den gleichen Ertrag durch die Belüftung der Narbe haben. Dadurch, dass der Zuspruch in unserer Region und wir auch in unserer Region mit diesem Gerät einzigartig vertreten sind, so hoch geworden ist, haben wir uns jetzt im Herbst zu einem zweiten Greenmaster 640 entschieden, womit wir die Flächenbearbeitung von Maisstoppeln, von Getreidestoppeln und Nachsaat durchführen. Ein weiterer Vorteil des Greenmaster 640 ist die Technik, mit der man sofort Neuansaaten machen kann. Der Acker ist vorbereitet, das Saatbett. Wir ebnen nochmal mit der Schiene den oberen Bereich der Erde, kämmen den Erdbereich leicht mit den Zinken durch und sehen direkt in die Erde wiederum die Gras- oder die Nachsaat, die dann durch die Walze wieder eingearbeitet wird. Als die Maschine gekauft wurde, war geplant, eine Jahresflächenleistung von 250 Hektar zu bearbeiten. Wir haben jetzt mit unserem ersten Greenmaster 640 bereits 1000 Hektar in unserer Region bearbeitet und müssen noch in diesem Jahr ca. 400 weitere Hektar bearbeiten. Wir haben uns für den Kauf des Greenmaster 640 der Firma Göttler entschieden, da wir in unserer Region sehr viele unterschiedliche Böden haben. Wir haben sandige Böden, wir haben moorige Böden, wir haben schwere Kleiböden, gerade in dem Bereich Wilhelmshaven an der Nordseeküste, wo der Boden sehr schwer ist durch die Rückgewinnung des Landes. Und müssen dort einfach feststellen, dass der Göttler jeglicher Boden Strukturbodenart gewachsen ist und auf jeder Bodenart ein hervorragendes Arbeitsbild hinterlässt. Auch der 660 Liter Tank auf dem Göttler Greenmaster reicht für lange Bearbeitungen bei einer effektiven Nachsaat von 5 Kilo pro Hektar in die Grasnarbe. Für nahezu 40 Hektar haben wir Saatvolumen dabei. Um sich von der Arbeitsleistung des Greenmaster 640 überzeugen zu können, würden wir uns freuen, wenn Sie unsere Internetseite unter www.silowalzdienst.köln.de besuchen würden. Dort finden Sie eine Reihe von Bildern mit dem Greenmaster 640, wie auch unsere weiteren Arbeitsschwerpunkte wie das Silowalzen von Gras, Mais, Silage und GPS.